Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier auf der internationalen Edelmetall- und Rohstoffmesse in München. Ja, wenn man sich den Besucherandrang hier anschaut, am zweiten Tag nochmal viel größer als am Vortag. Hier ist ein regelrechter Hype bei Edelmetallen und ich freue mich jetzt, einen Experten begrüßen zu dürfen, der sich mit Edelmetallen bestens auskennt. Uwe Bergold von GIA Asset Management. Hallo Herr Bergold. Hallo. Ja, wenn man sich wirklich den Hype hier anschaut bei Edelmetallen, speziell bei Gold und Silber, dann muss man sich doch fragen, ob wir schon am Höhepunkt des aktuellen Goldzyklus angekommen sind. Ja, das könnte man vordergründig vermuten, aber wir sind noch meilenweit weg. Wenn wir am Höhepunkt angekommen sind, glaube ich, würde die Münchner Arena gefüllt werden, könnte von Gold, sage ich mal, anhängen. Da sind wir noch meilenweit davon entfernt. Dann gehen wir doch gleich ins Detail. Schauen wir auf den Goldpreis. Das Zwischenhoch bei knapp 1800 Dollar am 4. Oktober, aber seitdem ist eine Konsolidierung eingetreten. Ist die noch normal? Ja, also wir haben jetzt kurzfristig, haben Sie gesagt, seit 1800, eigentlich mittelfristig haben wir es hoch gehabt im September 2011 bei 1920. Wir korrigieren quasi jetzt, wir haben mehr als ein Jahr. Das sind ganz normale Korrekturen, die haben wir im Goldmarkt die letzten 10 Jahre immer erlebt, so wie 2005 oder 2008. Für uns sind das hervorragende Nachkaufgelegenheiten. Ich kann nur jedem empfehlen, wenn Korrekturen am Goldmarkt sind, er sollte so lange kaufen, solange der Bullenmarkt intakt ist. Und wie lange könnte der Bullenmarkt noch laufen? Ja, ich gehe davon aus, dass wir noch ein paar Jahre vor uns haben. Wir sind relativ früh oder fast am Anfang mit dabei gewesen, im März 2001, nachdem wir im März 2000 aus dem Aktienmarkt ausgestiegen sind. Und in der Vergangenheit war es immer so, wenn der Bullenmarkt im Gold sein Ende neigt, dann neigt sich der Bärenmarkt am Aktienmarkt zu Ende. Und wir erleben am Aktienmarkt, wie gesagt, zwar seitwärts verlaufende Kurse, aber der Aktienmarkt ist inflationsbereinigt. Zum Beispiel, wenn man DAX und Eurostoxx betrachtet, hat seit 2000 ja eigentlich ein Problem. Und ich denke, dass wir so Mitte des Jahrzehnts irgendwo einen Punkt erleben werden, wo die Aktienmärkte historisch günstig bewertet sind und alles, was mit Rohstoff und Edelmetallen zu tun hat, dann zu hoch ist und eine Blase, die platzen wird. Und bei welchem Kurs müssten sich Anleger mal überlegen, sich von ihren Goldpositionen zu trennen, wenn es fünfstellig wird? Ja, Sie haben es gut angesprochen. Ich habe das schon mal erwähnt. Für mich ist die einzige Frage, ohne jetzt eine Hausnummer zu nennen, bleibt der Goldpreis vierstellig oder wird er irgendwann fünfstellig? Es ist immer abhängig von der Goldpolitik der Zentralbanken. Also wir erleben zurzeit ein QE global Open End. Das wird weitergehen und dementsprechend, wie stark die aufs Gas treten, dementsprechend wird der Goldpreis nach oben laufen. Also man sollte sich durchaus auf alle Fälle Goldpreise einstellen über der 5000 Dollar Marke. Also Sie rechnen doch mit einer Inflation in den nächsten Jahren, aber gibt es da nicht auch die Gefahr eines Deflationsschocks? Das wird immer hervorgeholt, der Deflationsschock, das erlebe ich jetzt auch seit 10 Jahren immer, wenn wir Korrekturen erlebt haben am Aktien- und am Goldmarkt. Das war 2005 der Fall, das war 2008 der Fall, auch im Jahr 2000 im Herbst oder 2001 haben sehr viele Leute von Deflation gesprochen, auch aktuell wieder. Es würde eintreten, wenn wir eine goldgedeckte Währung hätten, dann hätte man eindeutig, würde man eine Deflation erleben. Dadurch, dass wir weltweit ein Experiment haben, währungstechnisch, dass wir noch nie irgendwo eine Zeit erlebt haben, wo keine Währung mehr goldgedeckt ist, werden natürlich die Zentralbanken, die Regierungen versuchen, dieses Crash-Szenario, dieses Rezession Szenario zu verhindern mit expansiver Goldpolitik. Und das haben sie die letzten 10, 12 Jahre so hinbekommen, sie werden ja weitermachen. Deswegen sehe ich ganz klar, das Problem an sich ist nicht deflationäre Entwicklung, sondern immer Inflation. Und zwar einmal vom schleichenden Stadium, wie wir es die letzten Jahre erlebt haben, die Inflation entwickelt sich schleichend, für die meisten Leute nicht wahrnehmbar. Dann irgendwann kommt der Punkt, wo es dann zu galoppierenden Inflation kommt. Schauen wir auf den Silberpreis. Im letzten Jahr ist hoch bei rund 50 Dollar, die Feinunze. Geht es da nochmal hin jetzt in den nächsten Monaten? Ja, auch hier haben wir, das war der April 2011, wo wir die 50 Dollar gesehen haben. Man muss bedenken, im Jahr 1980, das war für mich ein Bezugspunkt, das war das letzte strategische Hoch der Rohstoffe und Edelmetalle. Da haben wir einen Goldpreis gehabt, damals von 850 US-Dollar. Der Silberpreis war damals ebenfalls bei 50 US-Dollar. Der Goldpreis hat sich mittlerweile, sage ich mal, verdoppelt, kann man mal grob sagen. Der Silberpreis liegt aktuell immer noch, wie gesagt, weit unter diesem Niveau, nachdem er es letztes Jahr mal getestet hat. Für mich ist es unabdingbar, dass der Silber früher oder später die 50 Dollar überschreiten wird. Und ich denke schon, wir haben jetzt kurzfristig eine Korrektur sehen wir wieder, aber die nächsten Monate oder 2013, dass wir, wenn wir die 35 Dollar überschreiten, haben wir noch kurz die 42 Dollar, aber ich glaube, der nächste Punkt für 2013 werden wieder die 50 Dollar sein, die Silber attackieren wird. Also Silber hat für Sie doch den größeren Hebel als Gold, kann man sagen? Ja, also auf alle Fälle. Man muss nur bedenken, dass dieser Hebel auch nach unten funktioniert. Und Silber ist immer dann, sage ich mal, kommt zum Tragen, wenn wir aufgrund von extremer expansiven Maßnahmen auch andere Risikoklassen, Aktien, andere Rohstoffe wieder positiver performen, dann performt Silber Gold out. Mittelfristig haben wir zurzeit, wie gesagt, ein Verhältnis von ca. 1 zu 50 vom Goldpreis. Es kann durchaus sein, dass wir uns wieder irgendwo 1 zu 30, 1 zu 20 oder an dieses historische Niveau von 1 zu 15 hinbewegen, Gold zu Silber.
Schauen wir noch am Abschluss auf die auf die Silberminen oder Goldminen. Da ging es ja von 2000 bis 2005 1:1 mit dem Goldpreis, kann man sagen. Aber seit 2006 klafft die Schere auseinander. Wie ist das zu erklären? Ja, hier haben wir massive Probleme. Wir haben erst eine extreme Outperformance erlebt. Wir sind auch hier am Markt eigentlich von Anfang an dabei, wo wir damals als Vermögensverwaltung eine der ersten Vermögensverwaltungen in Goldminen und Silberminen investiert haben. Das war für uns hervorragend. Wir haben sehr viele Auszeichnungen dadurch bekommen. Und ab 2006 ist jetzt der Frust bei den Goldminen da, wo die Goldminenbesitzer sehen, dass das physische Metall weiterläuft, die Mine nicht. 2008 war das Problem, weil die Kostenseite der Minen massiv anstieg. Ölpreis macht mittlerweile 30% der Kostenstruktur der Minen aus. Dieses Problem war eindeutig da, 2006, 2008. Wobei aktuell das Problem, die Korrektur, die wir jetzt erlebt haben, die ist für mich jetzt nicht nachvollziehbar. Wir haben zurzeit am Minenmarkt eine Bewertung. Ob es in unseren Gold bewerte oder gegenüber dem Standardaktienmarkt, sehe ich mir zurzeit die Minen auf dem 50-Jahres-Tief stehen, die Minen. Heißt auch hier ein deutliches Nachholpotenzial, das sagt man jetzt ja eigentlich schon seit 5 Jahren, oder? Ja, da gebe ich Ihnen recht. Das Problem ist natürlich, der Markt ist extrem, man braucht sehr viel Geduld, der Markt ist extrem volatil, aber nichtsdestotrotz ist ein Grundgesetz, Sie können ja, wenn Sie ein Produkt produzieren und der Produktpreis steigt und steigt, die Kosten steigen zwar auch, aber nicht so stark wie das Produktpreis, wird die Gewinnmarge ständig nach oben fahren. Und Sie sehen es an den Gewinnausschüttungen der Dividenden der Minen bereits, die ist hervorragend, die Minen sind extrem liquiditätsversorgt, super Kennzahlen, wir haben zurzeit auch von der normalen fundamentalen Kennzahl eine Basis, wie besser ist wie im Jahr 2000, als die Host begann. Also ich sage was zu den Investoren, habt ihr die Geduld, dann wird die Prämie auch bekommen. So wie Costolani immer gesagt hat, Börsengewinne sind Schmerzensgeld, erst kommen die Schmerzen und dann das Geld. Wenn man sich die Minen betrachtet, die Minen sind ganz klar die Formel 1 der Aktien. Wenn man die Schmerzen der letzten 6 Jahre betrachtet, dann wird sehr, sehr viel Geld kommen. Und haben Sie da vielleicht noch 1, 2 Unternehmen für unsere Zuschauer dabei, wo Sie zumindest annähernd schmerzfrei fahren damit? Also ohne Schmerzen gibt es nichts, weil ohne Schmerzen gibt es auch kein Geld. Ich kann jetzt nur eins sagen, zum Beispiel wenn ich unser Flaggschiff Braurum Value Flex nehme, der in die Blue-Chip-Minen investiert. Wir haben einen Schwerpunkt zurzeit auch mit allen drei Fonds ganz klar auf den Silbersektor gelegt, weil wir eben die relative Stärke der Silberaktien bereits seit Monaten beobachten. Und hier haben wir zum Beispiel, wenn ich mir jetzt die ersten beiden großen Silberpositionen anschaue, die jeder Anleger auch bei unseren monatlichen Berichten nachlesen kann, das ist zum Beispiel eine Silver Wheaton oder eine Fresnillo. Da haben sie Weltmarktführer im Silberbereich und ich denke, auch mit diesen beiden Werten, die wir pro Euro Value Flex haben, werden wir die nächsten Monate, die nächsten 2 Jahre sehr gut fahren mit diesen beiden Aktien. Uwe Bergold, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Vielen Dank ebenfalls. Danke.